Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Worms Kleinwurst, ja. Von World of Tanks. Ja. Dann gehe ich mich mal umbringen. Viel Spaß. Das ist das Matchmaking. Ah, das ist meine Schuld, glaube ich. Ich habe Matchmaking von 8. Wir haben alle 6 bis 8. Ah. Wir haben 4 bis 8. Nee, stimmt nicht. Quatsch. Was? Ich meine, das Stufe 4 Panzer mit uns in einem... Ey, nochmal, das gibt's doch nicht. Das ist eine Reihe von Tier 6 Panzern, die die Flanke halten muss. Ey, leck mich. Bam. Oh. Ey, wenn jetzt meine Maus ausgeht, ey, dann muss ich vielleicht verlängern. Ab. Oh, Pershing. Okay, der ist ein Idiot, aber trotzdem. Oh, die 34-4. Bei. Irgendwie habe ich es halt so nicht mit der Sprache. Du bist nicht der Einzige. Ja, stimmt. Ich hab World of Tanks mit Worms Clan Wars verwechselt. Und auf mich. Oh ja! Und auch so krass verfehlen. What the fuck? Ich war mindestens 3 Meter daneben. Du es nicht. Blockst mein Target. Ach, daneben. Sehr gut. Das Ding hat echt keine Panzerung. Wow! 752, nicht durchgekommen. Von der Seite. An dir. An dir. Ja! An der Seite nicht durchgekommen. Oh, Tiger gebounced. Tiger 2. Kein Problem. Wow! Pershing kommt durch. Ja, nur die Kette abgeschossen. Ja! Ich bin gleich tot. Ja, ich auch. Tiger immer vorfahren muss, mir wehtun muss. Oder es kommt Arti. Wieder Tiger. Oh verdammt! Ist schon wieder abgebrannt von der Seite die 152. Oh, Pershing! Ich bin gleich so tot. Sie rushen dich sicher wieder wie vorhin. Emmerich! Tiger 2 gegen Churchill. Und... Ey, was ist denn los? Team. Wieso müssen eigentlich Achter immer auf eine Seite fahren und dann verkacken? Der Panther 88er, I'm a Reckon, sehe richtig auch krass. Richtig auch krass, gut gedutscht. Und dann... Heute ist mal richtig der Fehltag. Ja, Tier 7 oder was war mal? Keine Ahnung, mir egal. Ich hab 3, 4, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Was hat das für Matchmaking? 7 ist 9. Ganz normal. Egal, das hat zwar 7 bis 8, aber egal. Ja, perfekt. Ja, die Map finde ich jetzt nicht so toll, aber gut.
Oh cool, wir haben einen Bot. Du 100 oh, M1, ey. Wie kann man mit 15.000 Gefechten eine W8 von 48 haben? Wenn man keinen Bot hat. Welcher? Der. 200 M1. Was? Von 48? Lol, ich hab 403. Auf geht's. Was sind eigentlich diese Prozentanzeigen da? Vor allem auf der Seite? Okay. No bot. Der ist kein Bot, was? Das frage ich auch gerade. Das muss doch schlecht sein, oder? Ich schau nachher mal seine Spielerwertung an. Der hat eine persönliche Wertung von 1 oder sowas. Das ist die Su, M1 da, 100. 100 M1, Captain 56. Leute, lernt Panzer spielen. Nach 15.000 Gefechten sollte man es können. Ich hab's nach 5.000 gelernt. Ja, ich auch ungefähr. Der spätesten. Oh, der ist schön langsam. Heute läuft irgendwie alles schief. Erstmal gegen Stein fahren. Das mache ich normalerweise. Naja, wo geht denn der Schuss? Oh, warte mal, das ist der gegnerische Zone, der meint. So schlecht. Oh ne, die ist gut. Na wobei. Na doch, die ist schon nicht schlecht. Jetzt ist er bei mir Emmerich. Kommt schon A44, ich fahre nach vorne, bitte. Hier. Nein. Von allen Panzern, wieso muss so eine IS-6 sein? Ich hasse die. Hui! Wie gibt's denn das, wenn der City nicht auf ist? Oh verdammt. Ich glaube, der kommt noch nicht nochmal vor. Na. Weil der Cover 3 nochmal aufgehen. Oh. Verdammt! 6! Wo ist 6? Hier! Oh! Hilfe! Noch 3 Sekunden hier bleiben! Oh verdammt! Oh, Hellcat steht neben dem T34 und schießt trotzdem daneben. Echt? Der ist auch noch Bobinho, ey. Aber der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ah, das kommt dir nur so vor. Irgendwie ist die Artie heute mal wieder echt sehr treffgenau. Die ist woanders, dass das mal hinnimmt, aber okay. Und weg ist die Hellcat bald. Wieder der nicht KV-58. Also bist du auch schon tot? Und hinter der Hellcat. Wenn der ein Abpraller gewesen wäre. Lol, was macht eine Löwe hier? Der bindet sich einen Strich. Kaum schaue ich auf den, wird er schon gekillt. Oh Gott, unserem Bot hier zu. Kapitän. Ja, den schaue ich jetzt auf zu. Der lebt noch. Der ist noch full life. Hier steht 48 und 45%. Also 48 hat der Dings. W8 und 45. Alter. Ich bin mal weg.
Löwe, One Shot. Ich geb dir gleich One Shot. Ich zieh so viel. Jetzt ja. One Shot. Hab ich ja gesagt. Leck mich. Ja, er ist ein One-Shot. Du bist eher ein One-Shot. Ich bin für jeden Dreck ein One-Shot. Alter, unser Bot lebt immer noch. Ja, der wird jetzt gleich von der Arti gekillt. Und... Oder umgekehrt. Nee. Ich seh den nicht mal mehr, ey. Ich hab gesagt, er wird von der Arti gekillt. Aber er hat einen Schuss reingebracht und ich glaube, er hat mit Gold... One-Shot! Oder fast einer. Ist er nicht abgeprallt? Nächstes ist abgeprallt. Soll noch mir abprallen? Hab den Bob noch nicht getroffen. Hätte vielleicht nicht im Drehen schießen sollen. Naja, war sowieso zu spät. Der einzigste Vorteil, kannst weglaufen und trotzdem schießen. Ich glaube, ich verkaufe den KV2 wieder. Warum? Der ist scheiß langsam. Aber jetzt lustig mit der Haegan. Lustig ist es schon. Was hat der für ein Matchmaking? Auch 7 ist 9, aber wir können auch was anderes fahren, ist mir gleich. Ah. Kann auch ein Med fahren. Ja, auch nochmal 3 drauf. Bevor du fragst, der hat auch 7 ist 9. Oh verdammt, meiner hat 7 bis 8. Das Premium-Partner. Ey, der ist geil, der Panzer M10. Panther M10. Ja, es gibt jetzt Leute, die kaufen sich den, finden eine Scheiße und verkaufen ihn wieder, aber gut. Ich hab den T25 verkauft, der war scheiße. T25? Ja, den braucht man auch nicht kaufen. Ich hatte einfach mal so ein bisschen Gold übrig, wusste nicht was anfangen. Der einzigste 5er Premium, der sich halbwegs lohnt, ist der T14. Okay. Finde ich, Churchill? Er ist durchschnittlich echt ganz gut. Und die Churchill? Oder Churchill 3, ja. Churchill 3 ist auch angenehm. Die Gun ist halt geil. Los geht's! Ohne Witz, ich hatte vorher ein Team. Da sind alle Heavys hier außen rum gefahren. oder so ziemlich alle. Oder? Dann trotzdem noch die Seite verloren, oder? Ja, nee, sie sind durchgekommen, aber ich weiß nicht, ob wir es letztendlich gewonnen haben. Aber die Seite verloren wäre eigentlich typisch gewesen. Ja. Läuft, der Bulldog hat den einfach mal totgerammt. Oh, verdammt. Bam! Doch, schon wieder fahren die Heavys hier lang. Ich verstehe das nicht. Gut, nächstes Mal fahren wir wenigstens auch halbwegs genug Heavys in die City, aber trotzdem. Was will denn der IS-3 zum Beispiel hier hinten? Überleben! Was sich hier zu finden? Eine Arti gibt's nicht, also auf Arti kann es auch nicht auszahlen. Polis glaube ich auch nicht. Kann dir mal irgendwer damagen bitte? Ich hab den getrackt. Boah. Hey, warum komme ich denn da nicht durch? Bin ich doof? Ich bin auf die Unterwanne von der IS-2 und komme nicht durch.
Unsere ES3 macht nur 200 Damage oder trifft die gar nicht erst? Trifft gar nicht erst. Na gut, wir als 4 Medis mit dem Type könnten jetzt hier die ES2 mal eben locker haushauen. Ja, das ist noch der Super Fashion. Ja gut, der gibt in der Zeit auch nur einen Schuss ab. Oder ist halt komplett weg. Wer mich getroffen hätte, wow, dann wäre ich aber ausgerastet. Mal andersrum. Oho. Ja, kritischer Treffer. Oh. Was ist denn los? Ich fahr vorbei und schieß daneben. Ich schieß daneben. Oh, Isu. Echt totally day of fails. Eine Isu, die nur 340 Damage macht, was ist denn mit der los? Mir hat sie 91 gemacht. Das erste Mal. Nee. Das erste Mal hat sie 412 und dann hat sie 91. Ja, du bist noch drauf gegangen, oder? Ja. Ja, der hat eine kurze Gun drauf, also eine kleine. Der hat einen kleinen. Hey, jetzt kann man endlich mal sagen, back to base and defend. Vorhin konnte man das nicht, wenn man schon tot war. Echt? Geht das jetzt noch? Ja. Hast du nicht gesehen? Wie machst du das? Ja, einfach F4 drücken. Ey. Doch, F4. Ja, ich hab's auf F5. Jetzt hab ich F4. F7, was heißt da? Geht nicht. Verstanden, geht auch nicht. Ja, sonst... Wow! Eyo! Der trifft mich halt auch noch, ey. So, ich hab's genau den Schuss gesehen. Dagegen in mein hinteres... Oh, leck mich. Hinterstes Kettenrad. Genau. Jo, das war mal eine richtig beschissen. Ich hab die einfach nicht getroffen da drüben. Alter Schwede, mein PC wird immer lauter und lauter und lauter. Bestes das Team. Die 34-3 0 Damage, 110 0 Damage, ES3 409. Wie viel Damage habe ich? 338. LOL, die ES3. Hey, apropos ES3, ich hab Bock auf 8er. Natürlich haben die einen effektiven 9er mehr. Nani, lol. Was? Der Nani. Mit dem Object 704. Ja. Nani, Nanu. Fahr mal Richtung Hell. Ich fahr zur Mitte. Andro, kommst mit? Ja. Ui, ich hab so einen kleinen Panzer im Gegensatz zum KV4. Ja, der ist ein bisschen groß. Zu groß. T34 auch.
Ist 30 irgendwie so klein. Ja, aber nur flach. Aber trotzdem ist er riesig. Gegen die ES3 ist alles groß. Und gegen die ES7 ich denke, auch. Warum du sogar mit dem Tiger 2 gegen die ES3 einfach direkt in den Nahkampf gehen musst und die ES3 kann dir eigentlich keinen Schaden mehr machen. Es sei denn, also in der Regel, sie kommt ja nicht mal an deine Unterwanne ran, an der Oberwanne bounce sie, an den Turm kommt sie oben auch nicht ran. Zu klein ist. Dementsprechend, in der Regel bouncen die dann. Du sagst dir, ich wollte hier schön oben in deinen Turm rein. Und fertig. Achtung, hier steht ein WT. Ich hab's gesehen. Toll. Komm auf mein Touchpad und ich schieß. Auch gut. Der WT hat geschossen. Oh, Centurion wird abgeschlachtet. Achtung, der WT feuert auf uns. Versuch mal ihn zu spotten vielleicht. Können wir nicht mal draufholzen. Geh nicht. Oh, Tiger 1. Ach, null Damage. Ach. Ach, Bounce. Ich mag den KV4. Kann halt. Oh, IS-8. EW Panther. Weck mich. Oh, Löwe auch noch. Da ist der WT. Oh, oh. Ab und links von dir T34-3. Naja, das ist mir gerade erstmal egal. WT hat Vorrang. Lass ihn mal aufmachen. Was? Da ist ein Löwe. Bist du gerade im T37 nicht durchgekommen? Ja. Läuft. Komm schon, T34 im Ernst. Wir müssen aufpassen auf die Arti, die feuert hier ganz gern rüber. Kann der WT nochmal aufgehen? Oh, WT schießt auf die ES6. Da ist er ja. Er ist gebounced an meinem Turm. Und ich komm nicht durch. Am WT. Bist du nicht durchgekommen? Beim Papier. Seine Gun getroffen. Oh, hinter uns T34-2. Oh, verdammt. Waffenträger. Oh, Löwe. Oh. Ich fühle mich jetzt hier gleich leicht allein. Boah, war das ein geiler Schuss, ey. Mal schauen, ob du die S8 beim runterbringst. Boah. Ich bin an der Seite nicht durchgekommen. Und tschüss. Wenn der nicht durchgekommen wäre, ich hätte gelacht. Warum fahren die hier hinten eigentlich keinen Schritt voraus? Keine Ahnung, aber rechts von dir ist der Waffenträger. Ja, der ist Lowlife, der hat noch 200 HP. Ah, 11. Ja, noch schlimmer. Und ganz rechts, Tiger 2. Wird eh gleich geartet. Ja.
Oh, links von dir, T-34-3. Oh. Vor dir jetzt. Achtung, Löwe. Den notiert sich Peils auch nicht. Oh ja, es war so klar, dass Arti kommt. Ah ja, ich wollte ja noch den alten Mensch da in seine persönliche Wertung und so. Der hieß irgendwas mit K, glaube ich. Abtan 56. Ja gut, eine B8 von 300 würde schon haben. Eine Pistole. Wie heißt der Kaptan? Kaptan noch irgendwas. Kaptan suchen. Schau doch in den Dings nach. Persönliche Wertung von 1635. Was? Nee. Echt jetzt? Ja. Wie kommt der so hoch? Fährt der so für Fahrzeuge? Was ist da? Panzer 1C. 739 Gefechte. Okay. Der hat einen Master und zwar in. Das ist auch, glaube ich, da. Welche Panzer hat er? Leute, ich finde irgendwo einen Kaptan. Kaptan 5-6. Ah, hier. Wehrpass. Was? Der hat 14.000 Gefechte. Persönliche Wertung 1635. Ein Panzerass. Sein höchstes Tier ist ein Super Fahrschenk. Das ist eine IS-3. Oh mein Gott. Ja, ich denke, das war's jetzt auch mit dem kleinen Einblick hier von World of Tanks. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo und ein Like da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Jo. Dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.